Da geht man auf die Kaiserwiese. Da schmeißt man Süßigkeiten. Die Mädchen haben da ein Körbchen mit Blumen. Da gibt's einen ganz großen Umzug. Da darf man sein Dündel anziehen. Karussell fahren. Diese Stände, wo man was kriegt, wenn man was geschafft hat. Da kommen ganz viele Leute und gucken sich das Stabenfest an. Jedes Jahr im Mai freuen sich die Nördlinger Schulkinder auf ein besonderes Fest, das Nördlinger Stabenfest. Es gehört seit über 600 Jahren zu den ältesten Kinderfesten Deutschlands. An diesem Tag haben alle Schulkinder schulfrei. Die Bürgerhäuser sind mit Blumen und Fahnen geschmückt. Am Morgen verkünden Posaunen und Fahnen vom Kirchturm Daniel, dass das Stabenfest stattfinden wird. Doch wenn es der Wettergott regnen lässt, werden die Fahnen auf dem Kirchturm Daniel nicht ausgehängt. Das heißt auch, dass der Umzug sprichwörtlich ins Wasser fällt. Trotzdem haben wir Kinder schulfrei. Seit wann gibt es das Nördlinger Stabenfest? Das gibt es eigentlich schon ganz, ganz lang, nämlich schon über 600 Jahre. 1406 ist in einem Buch, das im Archiv aufbewahrt wird, ein Eintrag vorhanden, dass den freien Töchtern und den Junggesellen Geld gegeben wurde, jedem einen Kreuzer, dass er auf der Kaiserwiese, wo wir ja heute noch unser Stabenfest feiern, zum Tanz gehen konnte. Also es ist damals von einem Reigen und von einem Tanz die Rede, und so konnten die Kinder damals mit Unterstützung der Stadt, die haben damals schon das Geld von der Stadt bekommen, an dem Reigen teilnehmen können. Das ist der älteste Eintrag, der sich mit dem Stabenfest beschäftigt. Und dann kamen noch einige Jahre später, damals hieß es ja noch nicht Stabenfest, sondern da hieß es in die Reihen gehen. Und dann kam im 15. und 16. Jahrhundert, ist es dann nochmal ein bisschen versiegt und ist dann wieder aufgekommen. Und dann ist der Begriff vom Stabenfest entstanden, dass die Buben und die Mädchen so Stäbe in der Hand hatten, an denen die Kränze befestigt waren. Und mit diesen Kränzen und mit diesen Stäben ist dann praktisch dem Fest der Name verliehen worden. Früher hat es geheißen, in die Reihen gehen, also zum Reigen tanzen gehen quasi. Während der Zeit am Stabenfest verändert? Ja, wir wissen ja, dass das Stabenfest weit über 600 Jahre alt ist, und natürlich ist es so, dass sich da schon ein bisschen was verändert in der Zeit. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, dass die einzelnen Teile des Stabenfestes über viele, viele Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte gleich geblieben sind, nämlich der Umzug. Man hat schulfrei, die Kinder sind festlich geschmückt, die Lehrer auch, man lernt ein Lied. Das sind alles Dinge, die es über Jahrhunderte hinweg gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass man, wenn wir sagen wir, in die Zeit um 1500 reinschauen, also vor 500 Jahren, da hat es sicher noch nicht so diesen großen Umzug gegeben, sondern da ist halt der Lehrer mit den Schülerinnen und mit den Schülern raus in die Wiesen, also vor die Stadtmauer, in die Flur, hat dort Lieder gesungen, weil man damit eben den Frühling begrüßen wollte. Und das ist eigentlich heute auch noch der Sinn und Zweck vom Stabenfest, ein Frühlingsfest für die
Schuljugend, für die Schülerinnen und für die Schüler, so wie für euch. Was war früher anders? Früher hatten die großen Buben ganz große Äste von Birken, die geschmückt waren mit bunten Bändern. Also da hat man von Birken große Äste genommen, die waren 2, 3, 4 Meter groß. Je größer die Buben waren, desto größer konnten die auch den Ast tragen. Und die hat man geschmückt wie ein Maibaum mit bunten Bändern. Und das war natürlich sehr schön, weil das war wie ein Wald dann auf dem Marktplatz. Eigentlich nicht viel. Ich glaube, als Kind macht es immer Spaß. Ja, da waren nicht so viele Kapellen, hat es damals gegeben. Aber hat viel mehr Kinder gegeben. Und ja, es war eigentlich auch nichts anderes. Es hat Kletterbäume gegeben und die Mädchen haben Ball werfen dürfen. Und ansonsten ist eigentlich fast alles gleich. Der Name Staben bedeutet so viel wie Stecken. Wurde erstmals 1690 erwähnt, als die Findelkinder im Spital einen Stabenkreuzer für den Stabentag erhielten. Stabenkreuzer, das ist ein Ausdruck für ein Geld. Kreuzer war früher eine Münze, die eine Bedeutung hatte, die einen Wert hatte. Und so hat man das dann übertragen und hat gesagt, liebe Eltern, liebe Oma und Opa, damit die Kinder auf der Kaiserwiese draußen beim Stabenfest sich selber was kaufen können, was Süßes oder ein paar Würstel kaufen können oder mal mit dem Karussell fahren können, brauchen sie doch ein Geld. Und das im Zusammenhang mit dem Stabenfest war dann der Stabenkreuzer. Den haben aber auch aus der Historie heraus, aus der Tradition heraus, die Kinder, die keine reichen Eltern hatten, also Kinder, die vielleicht sogar vom Spital abhängig waren, von der Stadt bekommen, damit sie einmal im Jahr sich auch vergnügen konnten. Also der Stabenkreuzer hat eine lange, lange Tradition, nicht nur von der Zeit her, wie man das Stabenfest selber gefeiert hat, sondern auch vom Inhalt her. Das Stabenkreuzer, das war eine mildtätige Unterstützung von ärmeren Kindern. Aber wer kam auf die Idee dieses historischen Kinderfestes? Ach, das sind sicherlich viele Ideen gewesen. Das war sicherlich, muss man sich das vorstellen, vor 600 Jahren. Wie haben die Menschen dort gedacht? Wie haben sie gelebt? Was war ihr Vorstellungswelt? Ihnen war es sicherlich wichtig, den Winter zu vertreiben und den Frühling zu begrüßen. Das war so in der damaligen Zeit so üblich. Da hat man auch eher gedacht, ja, die dunklen Mächte des Winters, die wollen wir jetzt vertreiben. Ähnliche Funktion hat ja auch der Fasching. Man will da die Geister, die im Winter, man hat an Geister natürlich geglaubt, an Mächte, die in der Natur herrschen. Und die will man vertreiben, indem man zum Beispiel Lärm macht, Krach macht. Will man die bösen Geister, die dunklen Mächte vertreiben, damit es Platz gibt für den Frühling. Und so ungefähr muss man sich das auch im Stabenfest vorstellen. Da haben dann die Lehrer und der Bürgermeister und die Ratsherren der Stadt gesagt, wir wollen, dass unsere Kinder in der Flur draußen den Frühling begrüßen und deswegen wollen wir denen ein bisschen Geld geben, so ein bisschen Taschengeld für ihren Tanz im Frühling. Zur Begrüßung des Frühlings. Und deswegen wissen wir ja, dass in einem Rechnungsbuch der Stadt Nördlingen, also im Stadtarchiv hier verwahrt, dieser Geldbetrag ausgewiesen ist, der den Kindern und dem Lehrer damals gegeben worden ist, für ihren Reigen draußen in der Flur. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde aus dem Stabenfest ein Volksfest, an dem Alt und Jung teilnahmen. Die Mädchen bekamen ein neues Stabenkleid, die kleineren Kinder den Stabengucker. Okay.
an Stamm, wenn Kinder aufstehen, dürfen sie ihren Stammgucker aufmachen und da sind meistens immer Süßigkeiten drin. Und was mögen die Kinder am liebsten? Stammwürste, Stammwürstchen, Stammfestwürstchen und Pommes. Stammmüschle, die Süßigkeiten. Während der beiden Weltkriege fand das Stabenfest nicht statt. Und zur Zeit Hitlers trug man nicht die rot-weißen Stadtfahnen, sondern die Hakenkreuzfahnen. Die Mädchen waren herausgeputzt mit Grenzchen und auch und ganz getragen. Die Buben haben ein frisches Hemd angehabt und haben ihre Fahne. Es war aber damals, es war ja im Dritten Reich, da war es das, hat es nur die Hakenkreuzfahnen gegeben. Da gab es nicht die rot-weißen Fahnen, wie wir sie heute die Stadtfarben haben, die hat es nicht gegeben, als nur die Hakenkreuzfahne, das war alles. Um 9 Uhr beginnt der Festzug vor dem Reimlinger Tor. Mit Fahnen und blumengeschmückten Stäben marschieren die Buben und Mädchen in die Altstadt von Nördlingen. Mehrere Musikkapellen begleiten den Festzug und spielen immer wieder das Stabenlied. Früher beim Stabenfest auch mitgelaufen? Ja, selbstverständlich. Ich bin ja in Nördlingen geboren. Ja, also ich bin mitgelaufen von 1953 an. War ich 6 Jahre alt in der ersten Klasse. Und dann bin ich mitgelaufen 8 Jahre lang. Und da war das schon was anderes. Da haben wir nicht so viele Feste gehabt. Da haben wir uns riesig gefreut auf das Stabenfest. Da gab es immer ein neues Kleid. Und wenn man Glück gehabt hat, ist man im nächsten Jahr aus dem Kleid rausgewachsen gewesen, hat es im nächsten Jahr schon wieder ein neues Kleid gegeben. Und das war dann immer ganz was Schickes und Tolles. War schon schön, ja. Also? Ja, selbstverständlich. Ich bin ja in Nördlingen geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und es war für uns als Kinder das Ereignis Nummer 1. Man hat meistens ein neues Hemd gekriegt oder eine neue Hose. Ja, freilich. Seit 1937. Seit der ersten Klasse Volksschule ist alles am Staben mitgelaufen und die Hauptsache war aber, man hat eine Semmel und ein paar Würste bekommen. Das war das größte Ereignis für uns. Ich bin noch mitgelaufen, als ich im Gymnasium war, als Römer. Wir haben uns als Römer verkleidet. Da kann mich noch erinnern, da war es recht kalt. Das war bitterkalt und wir haben nur so Bettzeugs umgehängt gehabt, damit wir aussehen wie Römer. Also wir haben mehr gefroren als sonst was. Am Marktplatz erfolgt dann die Huldigung. Dort danken die Kinder dem Oberbürgermeister und dem Stadtrat für den freien Schultag und die vielen Geschenke in Form von Gutscheinen. Ich bringe den Rat unserer Stadt, der dieses Fest gewährt hat, den besten Dank der Kinder, den Wirten, Bäckern, Metzgersleut, im Namen aller Bürger heut gilt unser Gruß nicht minder. Aus alter Zeit stammt dieser Tag, nach Winters Kälte, Eises Plag, lockt uns der Stabenprange. Nun zieht der jugendfrohe Schar zur Wiese aus, im jungen Jahr den Frühling einzufangen. Sing all mit uns das Maienlied, da nun das ganze Land erblüht, soll er uns Freude bringen und segne Eltern, Stadt und Rat und jeden, der nur seine Tat zu dieses Fests gelingt.
Und so darf ich sicherlich auch im Namen aller, die heute da sind, denen danken, die uns dieses Fest ermöglicht haben. Nämlich den Menschen aus der Vorzeit. Seit 1406 ist dieses Fest, dieses Stabenfest, Tradition in unserer Stadt. Und über diese mehr als 600 Jahre hinweg hat dieses Fest Bestand. Träger dieses Festes sind immer die Kinder. Es waren früher die freien Mädchen, dann waren es die Schulkinder und sie sind das heute noch. Und es sind auch die Kindergartenkinder, die heute vor uns stehen und erleben, wie klasse unsere Stadt die Gemeinschaft pflegt. Ich möchte einen Dank abstatten, das tue ich mit dem traditionellen Stabengucker, den drei Schülern aus der Mittelschule, die dieses Huldigungsgedicht vorgetragen haben. Das ist der Florian, die Ronja und der Benedikt. Danke für dieses schöne Gedicht. Ja, was gibt Schöneres, als schön gekleidete junge Menschen zu sehen, die noch Blumen mit sich führen, die Kränze geflochten haben, die Fahnen geschmückt haben. Und ich glaube, wir da oben und alle die Erwachsenen und die jetzt als Gäste da sind, haben ein Recht darauf, diese Blumen auch zu sehen. Also, nach oben! Ein wunderbares Bild, was leider nicht alle sehen können. Danke. Vielen Dank für dieses Zeichen. Der Festzug bewegt sich dann durch die historische Altstadt zum Balinger Tor hinaus zur Kaiserwiese. Dort erwartet die Kinder ein Vergnügungspark mit vielen Spielmöglichkeiten. Besonders beliebt sind die traditionellen Kletterbäume, an die man sich noch sehr gerne erinnert. An deren Ende ist ein Metallkranz befestigt, wo kleine Geschenke in Form von Gutscheinen auf die Kinder warten. Früher hingen aber noch andere Sachen dran. Man hat doch immer draußen auf der Kaiserwiese diese Kletterbäume aufgestellt und oben droben hat man dann so die, früher hat man Würste aufgehängt, heute hängen Gutscheine oben und was weiß ich alles. Und wer raufkommt, wer raufklettern kann, der darf sich dann oben so einen Gutschein ziehen oder so eine Wurst oder was oben hängt. Und da sind viele halt auch schon kläglich dran gescheitert. Also ich habe es zum Beispiel auch nie bis rauf geschafft. Ich habe es gar nicht richtig probiert. Weil das waren dann eher so Lachnummern, wenn man unten dran hängt und du kommst nicht rauf. Und alle anderen schauen rum und stehen rum und lachen dich aus, wenn du nicht rauf kommst. Also das sind dann eher so die lustigen Dinge gewesen, genau. Und für den Rest des Tages feiern die Familien bei Stabenwurst und Stabenbier auf der Kaiserwiese das Stabenfest, wo auch noch jede Menge an Tänzen aufgeführt werden.